Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Satisfactory mit Minias und dem gigantonösen Aufzug. Weltraumaufzug. Ich mach das mal. Genau, du hast also, sage kurz, was wir gemacht haben. Wir haben die gecraftet. Schnell. Genau, wir haben die Eisenplatten und die Rotoren händisch gecraftet. Es ist geladen. Jo. Das nehmen wir nochmal auf, ne? Das muss sein. Wie er anzieht. Oh, redet sich das da oben schon immer? Ja. Nee, die Animationen kamen. Oh, so geil. Tschüss. Ah, ja. Das ist einfach nur gut. Jo. Einfach nur gut. So, jetzt gucken wir mal, was wir gewonnen haben. Genau. Das haben wir ja los in der Lotterie. Und zwar Stufe 1 kennen wir ja schon, Stufe 2 hatten wir auch schon, jetzt Stufe 3 Kohlekraft und Logistik 2. Das ist Kohlekraft, ist jetzt das, was wir als nächstes angehen. Nee, ich bin dafür, dass wir erst Logistik 2 machen. Okay. R&D. Dann haben wir nämlich die Schrauben. Mach mal auf, Dame. Jetzt. Entschuldigung, Kriteriumerz werde ich jetzt erforschen. Ist nicht jetzt. Ich gebe ein Ende. Er hat noch Kriteriumerz geholt, ne? Ja. So. Was wolltest du machen? Logistik erst. So, und danach okay. Kohlekraft. Weil wir ja jetzt gerade, wir haben ja gerade den Strom aufgewertet. Gewissermaßen. Und dann machen wir sogar Logistik 2 tatsächlich erst. Damit wir schnell einen Förderbänder haben, damit oben die Produktion nicht ins Stocken gerät. Genau. Genau. Aktiviere. Achso, auswählen. Wir brauchen, das siehst du ja auch oben rechts jetzt. Mache ich händisch, haben wir alles oben, ja. Mache ich jetzt Hände schnell. Das kann ich so machen. Die Kabel nicht ganz. Also Verstärkenplatten habe ich jetzt. Ich habe jetzt 13. Kannst du noch mal so, so 1000 Draht mitbringen auf dem Weg? Ich habe 1000 einstecken. Ja, ich brauche die so noch mal auch. Als Kabel, ja, die mache ich gerade. Okay, perfekt. So, wir brauchen 20 100. Rotoren. Du machst genau. Die Platten, ne? Ich mach die Platten und die Kabel, die was ist? Ja, du weißt, was ich meine. Kabel mache ich. Ja. Du weißt schon, was ich meine. Ich. Ja, klar. Und wie wollen wir die Indianer dazu bringen, dass sie Laserhosen tragen? Laserhosen? Laserhosen. Genau. Du hast mich schon verstanden? Ja. Arsch. So, Rotoren liegen. Sind drin. Ist hier noch Platte? Ne. So, hab ich. Fertig. Dann können wir nämlich endlich die Bänder oben. Dong. Oh, wer denn hier? Achso, ich muss ja gar nicht ran. Wir müssen ja drüben dran, nicht Blödsinn. Was hast du gemacht? Abgebaut? Ich hab ein Loch zu immer. Ich wundere mich, dass ich da immer hinfliege. So, Platte, Kabel, Feuer. Milestone reached. We encourage you to consider more verticality when it comes to factory logistics. Und jetzt Kohlekraft? Und jetzt machen wir oder Logistik genau. Empire 3 direkt hinten nach. Nee, Kohlekraft machen wir. Kohle, damit wir den Strom haben, ne? Ohle lole. Kommen wir mal auch schnell, oder? Händisch, das ist ja. So, das ist ja auch nur so. Ja, weil wir müssen ja jetzt oben erstmal die Bänder verstärken und so weiter. Das können wir zwar auch gleich machen, aber dann sind wir auf dem nächsten. Also die 200 Kabel habe ich gleich. Okay, das ist kein Problem für dich, also die Kabel. Kabel und Draht mache ich. Da bin ich gleich durch dann. Ich bin schon lange, aber weiß, was ich meine. Ja, gleich richtig. So. Ich renne immer da hinten. Ich will zum Aufzug. Ich napp. Das reicht. Achso, können wir noch nicht. Das Launchpad ist noch nicht zurück. Gut, was brauchen wir zum Verstärken von den Bändern? Die MK2-Bänder. Falsche Taste. Verstärkte Eisenplatten. Nee. Wir sind noch da. Doch, ja, versteckte Eisenplatten. Das heißt, wir müssen die
erstmal verstärkte Eisenplatten machen und dann das, die Produktion praktisch erhöhen. Da oben. Wir müssen ja, weißt du, diese verstärkte Eisenplattenproduktion da jetzt. Ja, genau, ja. So, Schrauben fehlen. So, wie lange braucht er, bis er zurück ist? 6 Minuten. Okay, da können wir in der Zeit das ausbauen. Der Scan braucht 11 Minuten. Da haben wir Katerium-Erz. Da hatten wir auch irgendwas Gutes bei, am Ende dabei rausgekommen. Der Turbodrahl. So, hier kommen... Mensch. Was, schau dir das hier mal kurz. Wir bauen ab, ne? Wir haben zweite Folge. Und ja, ist schon already müde. Ja, wir sind auch alt. Es ist wie das. Ich kann auch verstehen, dass... Wir können ja mal sagen, wie viel Uhr wir haben. Wir haben richtig früh heute. Ja, das ist... Es ist Freitagabend, 10:30. Zweite Aufnahme. Du hast ja dich schon begonnen. Mal warm gesoffen um die Zeit und bist dann in die Disse. Und weißt du, heutzutage so... Können wir heute zu Hause bleiben? Können wir mal. Mal. Ich gehe heute nicht tanzen. Ich rauche heute Pflanzen. Lied schon an, mein Kanterei. Du bist ja Lyriker. Lyrik. Das ist doch der YouTuber hier da. Ja, der Lyrik. Wo soll man seinen Lyrik raushängen lassen? Jawohl, genau 25. Ja, so perfekt. Also verstärkte Eisenplatten habe ich dann auch gleich am Start. Du brauchst nur noch Rotoren. Oder? Wie sieht's bei dir aus? Ich hatte jetzt witzigerweise die versteckte Eisenplatte gemacht, aber es ist nicht so schlimm. Ja gut, da haben wir jede die Hälfte und dann hat man noch welche einstecken. Unterwegs als Pause. Aber nee, wir können oben, ich gehe mal hoch und nehme mal die Eisenplatten und verstärke damit die Förderbänder hier. So war nämlich eigentlich gedacht, ja. So war sie Idee. So, die mache ich jetzt auf die 3. No. Ja, ich bitte sehr. Was dauert denn hier so lange? Wer stellt hier 30 pro Minute? Oh, es langt nicht mehr. Ach so, jetzt weiß ich wieder. Ja, was so. Aber die Schrauben kommen jetzt hier auf jeden Fall schneller an. So, gleich hat jetzt hier auch gemacht. Sollte zumindest was gehen. Ja, der geht jetzt, steckt jetzt hier hoch. Okay. Schon mal was. So, dann mache ich mir noch mal kurz. Ich habe hier noch eine Werkbank stehen. Ah. Wo hast du keine stehen? Die Rotoren, die Stangen muss ich nicht nochmal extra, glaube ich. Das sieht ja gut aus eigentlich. Das sieht doch nach flüssigem Handeln aus. Ja. Ich gehe hoch? Ne. Mann. Wie braucht ihr denn Leiter? Eisenplatten? 20 pro Minute, das langt ja zweimal, da brauche ich das Band erstmal nicht aufwerten. Gut, aber jetzt fließen die Schrauben auf jeden Fall hier wieder rein. Sonst kriegt er auch mehr. Jetzt kriegt er mehr Luft. Jetzt mal durchblasen. Ja, wir müssen ja jetzt, was hast du gesagt, 180 müssten wir ankommen, ne? Ja, so Schrauben. Ist es, also müsste er voll laufen, theoretisch, langfristig sogar. Ja, im Moment ist er noch nicht voll. Ich klaue jetzt mal links noch ein paar Schrauben, dann fülle ich das mal kurz Wobei, auf. Doch, tut er. Jetzt ist er schon bei 4, jetzt ist er bei 49, ja, perfekt. Er würde vorlaufen. Ganz langsam, aber er würde vorlaufen. Warte, ich packe mal voll. Ich habe mal kurz Schrauben besorgt. So, jetzt ist er voll gelaufen. Ja, ich mache ein bisschen mehr. Good work. Gut, so, die andere Seite von den Platten brauche ich noch nicht aktualisieren. Machen wir auf der anderen Seite das gleiche auch nochmal oder was? So hätte ich jetzt gedacht. Einfach den gleichen Kladderadatsch daneben nochmal. Nur halt mit den beiden und, noch übrigen. Und dann vorne verbinden. Du willst nochmal verstärkt machen. Ja, und dann zusammen in einen. Genau. Ja, definitiv. Und dann die vorne den Constructor zusammenführen, ja. Genau. Ja.
Versuch den in die Mitte irgendwie zu setzen, dass er. Na gut, es geht eh nicht. Ah doch, ich habe ihn auf die Naht gesetzt. Setzen auf die Naht. Ach, hier, gib mir mal bitte. Warte, entweder diese Kupferkabel oder. Produktion, du willst eine Manufaktur haben, ne? Oh, habe ich nicht. Alles klar. Was brauchst du? Kupferkabel? Ja. Hier, da. Au! Ich habe mich verklickt, Entschuldigung. Ja, ja, ist mir schon klar. Hast du denn auch manchmal, dass er bei dir eine Faust nochmal als zweiten Klick? Da war, hast du den? Ich hab dir eine Nuss hingelegt. Du hast mir eine Nuss hingelegt. Da, hier liegt, hängt sie. Hier keine. Okay, warte. Ach doch, die hat dich geschwebt. Ja, alles klar. Auch nochmal hin. Ah, Licht. Das ist eine Versöhnungsnuss. Kannst du mal meine Nüsse haben? Willst du mal meine Nüsse beißen? Ach, Kabel. Ach ja, genau. So. Ja, Kabel hätte ich ja auch geben können, Kerl. Nee, ist so gut, so gut. Okay, ich habe so viel Kabel einstecken. Ich habe 200 Kabel einstecken. Komm her. Hier, nimm mal einen Stack. Okay, Stack, die Stack, nehme ich. Setz den hier auf die Flucht. Genau, zu dem hinten, zu dem Ausgang da hinten. Also zu dem, ja genau. Und, nee, warte mal, das ist doof. Der muss auf die Naht. Setz ihn auf die Naht hier. Guck mal, wo ich jetzt stehe. Auf die Naht, dass er da mittig ist. Und mit der gleichen Höhe. Auch noch hier die modularen Rahmen. Was brauchst du dazu? Die kann ich machen, aber Rotoren ist gerade. Ach nee, krieg auch hin. Moment. Ja, soll ich was noch? Eine Sekunde. Ich hab ja hier auch noch eine Werkbank stehen, dann könnte ich die. Nein. Gut. Gut, dann führe ich dir schon mal den Kram hier ran, ne? Ja, führe mir mal den Kram rein. Ein. Wait. Gut, dann müssen wir hier den Ausgang drehen, was du da gebaut hast, aber ist ja nicht so schlimm. Ja, stimmt, da müssen wir allgemein das Ding drehen dann. Was zu teuer? Was fehlt mir denn? Eisenstangen fehlen mir. Wo sind denn Eisenstangen hier? Wo sind denn hier Eisenstangen? Hinter den Schrauben. So, das dürfte doch passen. Sieben. Ja. Wo willst du denn hin? Auf welche? Nee, das ist hier auf die Naht, hier. Hier auf die Naht, wo ich jetzt stehe. In die Mitte. Oh, geez. Nein, nicht dahin. Also die gleiche Höhe wie der andere, aber das ist ja praktisch. Ja, so? Das würde passen, ja. Genau, so, und ich mach dir die Betty. Ach, Minjas. Bisschen Konzentration, die Zuschauer haben auch eine gewisse Erwartungshaltung. Da baue ich hier mal einen. Moment, wo ist denn dein Ausgang hier? Ein Splitter. Kommt der hier raus, wo ich stehe? Nee. Nee, geht er nicht. Okay, muss man noch umbauen, aber. Das kriegen wir hier hin. So, Logistik. Ihr könnt jetzt gleich ein Trinkspiel draus machen, liebe Zuschauer. So, ich hab schon den ersten getrunken. Da. Nein. Falsch. Da. Ihr liebt mich nicht, du liebst mich nicht. Da. So. Wie sieht's hier aus? Okay. Müssen wir jetzt schon schnelle Bänder? Ja, war hier wichtig, ne? Ja. Oh, langt nicht. Ich habe keine verstärkten Platten. Hast du verstärkte Platten zufällig? Ja. Da so rein? So? Jo, genau. Und dann da oben dran. Warum ist das so hoch? Ne, ist genauso hoch wie die anderen, ne? Ja. Ja. Genau. Dann der Schluck. Hier. Ausgang hier. Da steht er. Ja, wieso? Ja, wieso ist dieser. Ah, da ist er. Der Gerät ist ein bisschen hoch geworden. Hm? Der ist ein bisschen hoch, oder? Ne, ist wieder drüben. Guck mal rüber. Hast recht. Wollen wir jetzt rein direkt? Mhm. Ja, man hält es jetzt auf dem Boden runter, aber so hat man noch ein bisschen mehr Platz darunter. Ist schon gut. So, nur genau. Power. Ja, da kümmere ich mich drum, oder? Oder hast du? Mm, Setz mal eins weiter vor, dann können wir das da.
Genau, hier ist noch Platz. Hier? Warte. Ja, dann setz mal. Das im See. Nee, nee, also das, genau da. Ja, das ist die richtige Höhe. Jetzt nur weiter halt. Ja, oder so. Ja, mach den da. Ja. Warte du. Nee, war richtig, war richtig. Ja, setz da. Okay. Hast du ein Gesetz? Hast du nicht? Du hast doch den in der Hand gehabt. Was nein. Wo willst du denn? Du hast doch eben hin. Du hast doch eben gesetzt. Nee. Hier, ich hab da. Den hier, den hab ich gesetzt. Da wird er hin. So. Jetzt war es ja auch schon fest. Also, du hast jetzt von hinten verbunden. Ai. Gut, dann haben wir hier eine Not. Ja. Zu Not frisst ja der Teufel Strom. Richtig. Hast du umgesetzt? Hast du umgesetzt. Alle Chiggy Megi. Das sind alles MK3-Bänder, die du hingesetzt hast, ja, leuchten an der MK2. Seite. MK2, ja. So, und dann lassen wir die am besten in der Mitte zusammenlaufen, wa? Ja. Jo. Dann machen wir eine Logistik. Machen wir ruhig irgendwie 2-3 Kisten, würde ich fast sagen, ne? Lagercontainer. Ja, ich würde jetzt erstmal schön mittig in einen rein. Also ich würde den Container mittig setzen, eher gesagt. So. Hä? Was mach ich hier? Obwohl, warte mal, wir machen ja 2, ne? Na, du passt schon. Nee, Moment. Bisschen würd, mehr. Wenn wir eins höher gehen wollen, wollte ich mittig auf die Platte setzen. Genau, nee, wir machen erstmal nur einen, weil wir wieder eine Ebene höher gehen. Das ist ja eine Stufe 2 Ressource. Andersrum? Genau, ja. So ist Ock, ne? Jo. So ist Ocker. Genau. Na, ziehst du. Okay. Hört ihr? Naja, du ziehst den mal so direkt. Nee, der sitzt. Ja, ich mach das direkt. Hä, der geht da nicht rein, aber das Ding falsch umsetzt, Minjas. Hm? Hast du den falsch umgesetzt? Kann das sein? Kann es sein, Minjas? Hm? Muss ich auch so ein bisschen selbst geißeln. Das ist wichtig, ja. So. Alrighty, Van, dann ist das erledigt. Und jetzt bräuchte man als nächste die Rotoren. Die kommen so langsam raus, okay. Hätten auch, hier lang übrigens auch Dings, ne? Hier lang auch normale Bänder, nur so rein, verschwendungstechnisch. Ja. Echt? Ja, wirklich? Natürlich. Ja, der produziert doch. Du hast recht, ja. Der produziert 5 pro Minute. Hast recht. Das Material dann wieder? Ja. Rotoren. Rotoren brauchen wir auch. Rotatorenmanschette. Rotatorenmanschette. So, jetzt haben wir das Thema. Jetzt kommen wir hinten an mit Stufe 3. Die müssen wir in die nächste Ebene führen. Theoretisch, oder? Weil verstärkte Platten kommen wir, glaube ich, um die Rahmen herzustellen am Ende, oder? Ja, aber die können wir erstmal noch da lassen, weil wir die ja erstmal brauchen, um. Ja, bis bisschen, der Container vollläuft. Also, ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Das war. Was wollen wir jetzt machen? Nothing. Rotoren. Und zwar eine Platte. Energielogistik. Da brauchen wir doch wieder Schrauben, oder? Bei Rotoren braucht man wieder Schrauben, ja. Siehst du, dann haben wir nicht genügend. Scheiße. Hier, zapfen wir jetzt noch ein. Haben wir denn ein Eisenvorkommen hier unten? Ja, das Eisenvorkommen unter uns zapfen wir jetzt an. Hä? Läuft der schon noch raus? Nee. Hä, wieso? Hä, was ist denn das? Wieso hast du denn jetzt. Was ist denn noch? Wieso hast du denn ein zweiter Container in die andere Richtung? Das ist doch falsch, der muss doch neben dran. Der muss doch in die Richtung, müssen doch die Kabel irgendwann mal rauskommen. Guck mal, wie die anderen gesetzt sind. Ja, klar. Ja, okay. Sorry? So. Warte, ich setze. So. No? Ist das richtig? Ne, Moment, habe ich ihn richtig gesetzt? Warte mal, ich habe nicht auf das. Die haben halt alle einen kleineren Abstand, deswegen. So, jetzt, so passt. Alles klar. Ich habe die mit den anderen in Flucht gesetzt. Ja, so passt das. Da brauchen wir nicht so hochsetzen, das ist Quatsch. Das ist gut so. Ich hatte nur gesehen, der ist voll, deswegen habe ich mir gedacht, ja, stellen wir noch einen Container hin. Wir brauchen Kabel für die Rotoren-Dings. Rotoren? Nee, wir brauchen keine Kabel, absolut nicht. Nein. Ich überlege halt, wir brauchen nicht mal Kupfer, wir brauchen nur Schrauben und Platten, meine ich. Platten? Ja, hier ist nämlich schon wieder ein Impure noch.
Was ist denn du? Kommen Kabel hier oben an. So, weil es auch Stufe 1 ist. Latten brauchen wir noch. Das ist natürlich jetzt schlecht, ne? Vielleicht Platten? Ach, Entschuldigung. Was hast du gesagt? Wir brauchen. Ich habe Platten gesagt. Meine ich aber Platten? Ich meine nicht. Was meinst du denn? Ja, warte. Rotoren. Besteht aus. Nee, Schrauben und Stangen. Also gar nicht so schlimm. Schrauben aber und Stangen. Schrauben ist das Problem. Stangen kommen doch hier irgendwo an, oder? Genau. Nee, wo kommen denn Ich würde Stangen jetzt nochmal Schrauben herstellen. Hier von dem hier unten sozusagen. Wir haben noch einen. Die Stangen sind doch hier hinten. Lass uns doch hin weitermachen Richtung Aufzug. Hier sind ja Stangen. Ja, ja. Ich meine nur, wir haben ja noch ein Eisenvorkommen über. Wir haben sie ja, glaube ich, zwei. Oder soll ich sie darüber leiten? Nee. Wo ist das zweite? Ja, wir haben zwei. Soll ich sie darüber leiten? Wo ist denn das zweite? Wo du da unten bist? Ja, wo ich bin hier. Ach, das sind die an der Flucht. Ja, genau, richtig. Wie führen wir die denn jetzt zusammen, verdammte Axt? Hier sind nämlich die Stangen und du müsstest Schrauben herstellen. Führen wir jetzt die Schrauben hier rüber? Ich würde tatsächlich sinnvoll, ne? Jetzt die Schrauben, Schrauben hier rüber und dann auch in den Container noch mit reinleiern, eventuell sogar. Ja. Ja, das können wir über das Hochband machen. Korrekt. Wir haben ja das hier relativ hoch. Jetzt hier immer eine. Das ist ja scheiße. Wie kann ich die unterstützen? Die sieht ja schlimm aus, wenn ich sie setze. Der meiner sieht schlimm aus. Deiner sieht schlimm aus? Der meiner sieht schlimm aus. Der guckt halt in kreuz und quer hier. Ja, das lässt sich nicht verhindern, weil ja die Quelle da entsprechend so drunter sitzt. Oh ja, ich hab's gerade. Ich hab's perfekt. So, ich setze ihn so hin. Und den anderen zu so, machen. Man, vier. Ich pack schon mal den Kram da rein, ne? Ach. Ein Kupfer. Wieso auch immer das jetzt zieht. Schönes Ding. Hä? So dumm was. Ach. Redest du mit mir? Das verdienst du, ne? Oh, das wäre ein bisschen hart gewesen jetzt. Ah, diese übermüden uns auch mal. Aufnahme. Wozu? Schon mal drüber nachgedacht. Schau mal. So, die haben wir. Wir haben die 200 Kabel. Willst du stehen? Wir haben die Kupfer. Und wir müssen noch die Rotatore machen. 25. Oh. Dann brauche ich noch ein bisschen Schrauben und noch ein bisschen Stängsche. Stängsche hole ich mir ab hin. So, hole ich mir kurz mal die Stängchen, weil daraus kann ich ja wiederum Schrauben machen. Hä? Das tut ja. Stängchen kann nicht genügend Freiraum? Dumm. Wo ist jetzt die keine Freiraum? Oh nein. Dein Ernst? Was denn? Ja, ich vermute, dass. Nee. Dass ich die Miner nicht verstromt kriege, weil. Hä? Ich hab nichts da. Okay. Doch, hier steht nicht genug Freiraum. Shit. Und ich vermute dich daran, dass die Decke da ist. Was hast du denn vor? Den Miner verstromieren. Nimm doch von hinten. Hinten, guck mal, hier hinten kommt er an. Hier, Brigitte. Wo ich jetzt stehe, kommt Strom an. Also auch Brigitte. Hier. Das ist jetzt nicht. Das Problem? Wo ich stehe. Okay. Da, so. Ich geh ran, aber er sagt mir nicht genügend Freiraum. So, nochmal. Brigitte, wo bist du denn? Willst du mal gucken? Ich bin hier oben, ja. Warte mal, wo kann ich mich hier runterstürzen? Hier kann ich mich runterstürzen. So, wo bist du denn? Ich sehe nicht, wo du bist. Bin beim Sven Miner. Hier. In deine Richtung Süden. Süden. Hey, ich sehe dich. Unten, ja, da bist du. Und wo kriegst du keinen Strom hin? An diesem Miner hier. Weil es ein MK2-Miner ist. Was? Das ist ein MK1-Miner und der hat dann mit Strom nichts zu tun. Kriegen ja nicht aus daran. Nicht genügend Freiraum, sagt er mir. Das ist das Problem. Das Problem ist, dass der. Wir müssen die decken, warte mal. Da wird zu groß sein, ne? Jetzt. Verkabeln. Verkabeln? Jetzt das Kabel anschließen. Ach so, verstehe. Ja. Jetzt wird es wieder zumachen? Ich hoffe. Ah, sieht gut aus. Sieht gut aus. Soll ich? Machst du? Ja, mach mal. Ja,
Ja, alles klar. Perfekt. So, und der Zeug. Was war denn das für ein Sound? Hast du das eben gehört? Nee. Das ist deine Motorsäge. Ach so, die hörst du? Ja, ja, die hat ziemlich, hat so geknurrt und ich dachte, das irgendwie, klang wie... Ja, bitte. Wie heißen die Rakete der Amis, diese da im... Dieser Frau... Nee, von, weißt du, nein. Die Ach Amis, so. diese Rakete in dem im Irakkrieg und so weiter, die so macht und dann runterkommt. Sieht aus wie so ein kleines Flugzeug, wie so ein Segelflugzeug. Nee, keine Ahnung, wie die heißt. Wie heißt Dinger? Denn die knattert so komisch? Ich kann den Sound nicht nachmachen. Das klang eher wie sterbender Schwan gerade, aber... Ich weiß nicht, wie die heißen. Die klingt so total fies. Ihr schreibt es in die Kommentare, das weiß ich jetzt schon. Jericho? Ja, genau. Ja, genau. Alles, was du sagst, war schon mal. Wie wollen wir jetzt, soll ich hier unten das Eisen schon verarbeiten? Machen wir es so. Und dann das Endprodukt wieder hochtragen und dann oben die... Würde ich sagen, ja. Die Dings herstellen. Wir können ja, wir sind ja unten fertig mit der Stufe 1, ne? Eigentlich können wir das auch unten entlang führen und Richtung Gestänge da vorne. Ja, aber dann hätten wir dann jetzt, denn, ja, richtig. Aber wir wollten ja Stufe 1 nach oben, da ist Stufe 2 erstellen und dann weiter, so weitermachen, eigentlich. Ja, oder? Schon richtig, aber du machst ja Eisen. Also um die Konsequenz geht's mir jetzt hier. Ja, du kannst ja Schrauben unherstellen. Schrauben sind ja. Genau, das meine ich. Bis Schrauben und Schrauben würde ich dann wieder hochliefern. Genau, ja, das meine ich, ja, das macht Sinn. Ja, dann meinen wir doch das. Dann machen wir das Gleiche, ist ja geil. So. 45, 500, ich hab alles für Kohle. Dann können wir nämlich nächste Folge das Kohle, Braunkohlevorkommen, Ausbeutung. Nicht so, dass wir jetzt schon ja Natur ausbeuten würden, aber. Ist jetzt, genau. Ist nicht jetzt, nee, Moment, was mach ich denn hier? So. Kabel. Rotatoren, Ditte und Ditte. Knopsche. Milestone reached. Long range transportation as well as the construction of outposts is now encouraged. An increased focus on the explore and exploit pillar is recommended. Coal is 125% more efficient than biomass and can be automated. Aber auch nur bis zum Punkt. New technologies have been developed based on this new element, primarily in power and electronics. Ich habe jetzt Turbodraht. Das müssen wir noch. Also ich weiß noch, das Turbodraht war wichtig, weil wir da Stück für Stück erforschen können. Ich glaube, Katerium-Technologie war das. Das wäre der hier. Das war die Katerium-Technologie. Weil damit kriegen wir den Stromers 2 und vor allem die Tiberium. Vor allem kriegen wir die Sprungstelzen. Technologie? Weißt du, die, damit wir da schneller rennen können. Ja. Und ich meine, das Material, was hier oben jetzt notwendig ist, haben wir auch bald. Wenn wir die Rotoren jetzt noch herstellen, haben wir das. So, wie sieht das hier unten aus? Hä? Bei dir. Wie kann ich dich unterstützen mit der Produktion der Schrauben? Am besten reinlabern, dann bin ich echt am besten noch beraten. Wieso geht denn das nicht? Fuck you. Achso, zweimal klicken wahrscheinlich, ne? Ja, zweimal. Zweimal, einmal setzt er die Höhe und dann... Ja. Was ist das? Zu teuer? Achso, zu teuer. Hast du noch so einen Platten? Schnelle Bänder? Ja. Schnelle Bänder. Und dann sterben wir hierher. Eisenstamm. Richtig? Richtig. Richtig. Brauchen wir noch Strom? Nicht so schlimm. Er hat noch Strom hier. Hier ist auch noch einer. Hier steht ein einsamer Strommast. Hier drüben. Okay, ich mal kurz. Ich komme, ich verbinde den mal kurz. Und dann hast du hier drüben, hast du. Warte, ich muss okay, gucken. Wieder. Ja. Wieder jetzt. Schon wieder zu teuer. Scheiße. So. Und dann. Was hättest du denn gern? Strom hättest du gern, ne? Ich hätte gerne Strom, genau. Was geht denn jetzt hier nicht? Versteckte Eisenplatten, ist das Problem?
Sieht so aus. Den anderen hast du schon angebunden, ne? Den ersten. Ja, sieht so aus. Ja. Gut. Was macht der hier? Was soll der machen? Eisenbahn. Ja, wie, genau. Wie wir machen Eisenbahn und daraus bauen wir den Ach so, Stangen hier und daraus Ableiter. Machen wir Schrauben direkt. Ja. Logistik. Splitter. Ist gesplittet. Schönes Ding. Und jetzt Eisenbahn wieder zusammenführen. In den Konstruktor rein, oder was? Ja. Nee. Kann er ja gar nicht verarbeiten. Da brauche ich noch 15 pro Minute, oder? Wir hatten hier diese Stange gestellt. Die Idee, ja, kann ich gerne woanders hinstellen. Also. Es geht darum, dass ich hier rauskomme jetzt. So hier. Ja, dann ziehst du es auch. Aber es geht auch so. Also von mir aus kann ich stehen lassen. Ja. Perfekt. Ich stelle jetzt mal hier hin. So, und jetzt habe ich noch Stangen und mache hier den nächsten. Das reicht so? Ja, ne? Ja. Das sieht okay aus. Soll ich? Ich habe MK3, Dings da. Habe ich nicht okay, mehr, ne. Mach, ja. Bin alle, hab keine. Habe ich gelogen. Ah, beschneuert. So. Strom. Habe ich. Strom ist. Aber ich habe mich verklickt. Das ist dumm. Wollte. Schrauben. Nee, Stangen. Bei Schrauben geht ja noch nicht. Und daraus machen wir den Stangen. Genau. Wie oben. Sozusagen. Wie gedacht. Oben wie gedacht. Jetzt Constructor? Ja. Nee, Schrauben, die, wenn du links. Diesen Constructor. Warte mal. Kannst, guck mal, da hinten siehst du das letzte Förderband, das fördert die Stangen hoch. Also ich würde mal langsam eine Biege machen. Ich hätte das sowieso nicht in diese Richtung gemacht, sondern hierhin eher. Du hast halt hier unten alles frei, hier ist ja komplett, ne? Hier wird ja immer frei bleiben. Du warst ja hier Think Big, dachte. Ja, ja, ist okay. Okay, meine Damen und Herren. Wir sind am Ende der Folge. Ja, 32 Minuten. Wir haben Schrauben, ihr wisst, wo es hingeht, der Weg. Locker? Ist das Ziel. Schrauben sind locker? Genau. Wollen wir Minen jetzt nochmal wiederbeleben? Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn passiert? Wieso kommen da nicht... Ach, der konstruiert nicht schnell hier genug, die Schmelzer. Nee, der kriegt das Erz nicht schnell genug. Der kriegt das Erz nicht schnell genug, nee. Ja. Aber 15 pro Minute ist halt relativ weit, ne? Hm. So. Ja. Er stellt 30 hier. Eigentlich müsste er... Nein, wie fördert er denn? Moment. 30 sogar. Er fördert 30 pro Minute. Also normal dürfte er, müsste er sogar und voll er braucht Und einer braucht 30 pro Minute. Tut er knapp. Ich weiß. Ich wollte noch zwei machen. So, mal. Ach, hier ist der ist falsch angeschlossen, oder? Das ist der Bohrer, der andere. Der hier macht Eisen. Der Splitter ist Quatsch. Ach, wer hat denn den Splitter hingestellt? Ich hab, weil ich... Welche Null. So, jetzt alles gut. Ist alles gut, jetzt alles Null gut. Jetzt gewesen. Passt es. Nee, ich hab... da falsch gedacht. Aber du hast aber trotzdem was rausgefunden, ich kann nämlich hier einen zweiten noch ranbringen. 60. Ja, der braucht nämlich noch 15 Kabel. Ja, ich kann ihn noch einen zweiten machen. Der macht 30 Eisenbahnen pro Minute. Und wie genau, Bauer? Und der hier 15 und jetzt haben wir keinen Strom mehr erwartet. Den haben wir ja vorbereitet. Von daher ist das nur kurzfristig. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Verdammt nochmal. Wenn ihr jetzt noch weiter mehr läuft, dann schmeißt 35 Minuten Hype. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.